Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei mir auf dem Kanal. Wir sind jetzt heute mit Holly unterwegs und suchen, wir gucken uns mal eine der Felder an, auf die wir demnächst mal fahren können, mit Devil Rider zusammen. Weil, wie ihr ja mitgekriegt habt, habe ich beim 3000 Abonnenten Special einen Tag mit ihm zusammen gewonnen. Wir freuen uns alle vom Verein her schon riesig drauf. Wird bestimmt ein Mordsgaudi, wie man so schön sagt. Also, wir freuen uns schon ohne Ende. Wir wollen uns die ganze Wiese mal angucken, was fällt dazu. Wir haben 3 Stück zur Auswahl und werden uns heute mal das erste angucken. Ein bisschen wilde Sau spielen schon mal drauf. Also von daher wünsche ich euch damit schon mal viel, viel Spaß da nachher. Und ja, was haben wir denn noch so? Ach ja, Packwitz selber war ein schweinegeiles Wochenende. So wie ich wieder die Möglichkeit habe, da mal hinzukommen oder Fürsten Forest oder sonst irgendwie sowas in der Richtung, bin ich der Erste, der hier schreit. Jawohl, geht los. So ungefähr. Muss natürlich alles mal irgendwie machbar sein, mit Geld und keine Ahnung was alles. Aber so wie ich die Möglichkeit habe, werde ich da mitmachen. Das steht fest. Und von daher werden wir das jetzt dann wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr wieder in Angriff nehmen, dass das dann mit Packwitz wieder losgeht oder Fürsten Forest. Und ja, wir freuen uns riesig. Wir freuen uns riesig. Wir sind auch schon überlegen, ob wir uns dafür dann nicht auch noch mal sogar einen extra Transporter besorgen für den schmalen Taler, dass man da irgendwie hinkommt immer und man nicht auf andere Leute angewiesen ist. Wäre natürlich cool, wenn das klappt. Ja, aber das wird dann erst im Frühjahr was. Weil momentan noch genügend andere Projekte. Ich schätze mal, dass wenn das Treffen mit Devil Rider durch ist, dass ich dann für mich in der Umbauphase starten werde fürs Quad, für meine CF Moto. Ich werde es teilfolieren. Da kommt eine Kühlerhochlegung mit Schnorchelkit, was damit rankommt. Natürlich werde ich euch da auch entsprechend ein bisschen mitnehmen, aber es wird halt nicht unbedingt ganz so viele andere Videos momentan ankommen. Nur, dass ihr dann halt Bescheid wisst, dass wenn das Ding auseinander ist, muss man auch alles immer erstmal hinkriegen, ein bisschen hier was machen, da was machen. Nebenbei geht man natürlich auch noch arbeiten. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt oder wie man das kann. Also, naja, gut. Das ist notwendiges Übel, muss sein. Irgendwie muss der ganze Spaß sich ja finanzieren. Und ja, dementsprechend wird das natürlich dann auch noch weitergehen damit. Ich werde euch da mit Videos auch auf dem Laufenden halten, mit der Umbauphase, mit der Folierung, was mir da so vorschwebt. Ich hoffe, dass es einigermaßen gut aussieht. Ich dachte, ich schnauze voll, ob das alles hier abreißt. Wäre natürlich ärgerlich. Ja, mal sehen, was mir da noch an Ideen kommen. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, was man denn mal machen könnte an einem guten Stück. Momentan schießt mir da ein bisschen was mit Carbonfolie im Kopf rum. Ich werde nochmal mit einem anderen Video noch mal ein bisschen näher bringen, was mir so ein bisschen einfällt dazu. Da könnt ihr dann ja auch gerne was zu schreiben. Aber erstmal wollen wir uns jetzt dann auf das Feld konzentrieren, was bestimmt, hoffe ich, jetzt hier gleich in der Nähe sein wird. Dementsprechend machen wir natürlich mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann auf dem Feld wieder. Bis später. Ja, hallo liebe Freunde, wie ihr seht, sind wir auf der Koppel angekommen, wo wir ein bisschen durchdrehen können. Die erste Runde, die wir jetzt hier ziehen, so ein bisschen mal gucken, wo wir hier lang wollen. Den Bauer haben wir eben auch noch mal angetroffen gehabt, was recht cool ist. Na, was hat er jetzt? Katja dreht auch schon durch. Alter, ich mach die Klappe wieder zu hier, ich komme mir echt kacke vor. Yeah!
macht das Laune, richtig querziehen. Ah, das fühlt sich jetzt aber gerade scheiße an. Wir gucken mal ganz kurz. Nö, alles gut. Dann rutscht das doch ein bisschen mehr als wie gedacht. Und da ist noch einer von uns vorbei. Wir drehen hier richtig wild. So macht das Laune. Alter Schwede. Ja. Man sollte nicht so viel atmen. Alter Schwede, man zieht hier in einer Tour Spuren. Gefühlt drehe ich hier in einer Tour durch. Ah, aber alles zu tief. Man ist am gucken. Katja haben wir auch wieder. Na, wie ist? Schön. Das ist Wahnsinn, was man rutschen kann, ne? Aber hier kann man nicht oder? Was? Nein. Nein, nein. Alles gut. Gut. Bereit? So, wir gucken mal, was die anderen treiben. Ah, also auch das kann noch richtig was werden. So macht das Laune. Alter Schwede. Jungs, das wird eine Mordsgaudi mit Devil Rider hier. So soll das sein. Das macht richtig Laune. Alter Schild, ich brauche so ein Feld für mich. Wie ihr seht, da hinten gibt er auch noch wieder Gas. Jawohl. Alter Schild, ist die nicht ganz dicht? Ich glaube, die dreht gerade frei. Ich will mal ganz kurz hinter Holly hinterher, damit wir auch ein bisschen Bildmaterial haben, wie schön er direkt auch fliegen kann. Na Holly, nun liefern wir mal ein bisschen Material hier. Wir wollen doch hier nicht vorsichtig werden, oder? Genau, so soll das sein. Alter, ich kriege hier was ab. Ein bisschen besser zielen kannst du ja mir vorbei, oder? Ah doch, das wird schon echt gut. Jawohl! Geile Sache! So soll das sein. Richtig wilde Sau. So muss das sein. Guckt euch das an. Richtig geile Sache. Und kleine Schlammlöcher zwischendurch sind echt was Tolles. So,
Das ist was, ey. So was macht Laune. So wie das gehört. Ich glaube, dein Quad ist dreckig. Sorry, ja. Auch, deins auch, oder? Ach, was. Hallo. Na? Na? Bist du auch mal? Was? So? Ja, nur so. Da wird ein bisschen mehr Gewalt hinter. Ich glaube, ich wurde gerade beschmissen. Ja, merke ich schon. Gut. Macht Laune? Gut. Dann geht es weiter. Lass rutschen. Na, selbst mit so einem kleinen Ding kann man gut Spaß haben, ne? Guckt euch da. Der Kleine rockt hier auch lang. Ja, von wegen. Das ist ein Kollege. So was muss man als Freund haben. Da brauchen wir keine Feinde mehr. Alter Schwede. Die Rache wird mein sein. Die Rache wird mein. Ja, aber oh, Kamera ist sauber, das ist wichtig. Du hast jetzt keinen Scheiß vor. Jetzt dreht er wieder durch hier. Ah, schön ist das. Oh. Geile Sache, geil. Eventuell haben wir es auf Video. Ja, aber voll. Der Kleine muss rausgezogen werden. Oh, geil. Kaum sitzt Katja auf dem Großen und schon müssen die anderen mit leiden. So, wir wollen Katjas gutes Stück hier auch mal ausprobieren. Ja, gesperrt ist er. Alter Schwede, wir sollen das lenken. So, einmal ein bisschen Action mit der kleinen 450. Auch damit macht das Spaß, muss ich. Boah, das ist was ganz anderes. Auch die kann richtig geil driften. Muss man ihr erlassen. So. Das ist schon ein Mordsgaudi, muss man echt so sagen. Ah, ganz so gut geht das nicht. Aber egal. Es macht Laune. Alter Schwede. Katja hat Lunte gerochen. Wenn es weitergeht, wird sie ihr Karteil nach oben handeln. Macht Laune?
Ja. Da musst du ein Stück weiter nach hinten rutschen. Jawohl. Ist dann so. So, hast du bequem sitzt und fertig. Jawohl. So soll es sein. Auch mit der Kleinkamera ganz gut. Ja, die Brocken werden nicht ganz so groß, muss man ganz ehrlich zugeben, aber auch mit der kann man richtig, richtig Dampf geben. Jawohl. Guckt euch das an. Katja kriegt langsam auch. Wird warm, glaube ich, mit der Großen. Ja. Dann sitzt es anders, ja. Ja, natürlich. Was meinst du, für mich auch? Das kann vorkommen, vom Gefühl her. Ja. Was? War ein bisschen. Man hört schon die ganze Zeit hinten was im Koffer fliegen. Aber ich muss sagen, nehmen wir noch auf? Ja, wir nehmen noch auf. Es macht echt Spaß. Oh, die lässt sich aber schön fahren hier im Gelände, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sehr, sehr kontrolliert. Hätte ich nicht gedacht, wir fahren hier auch mit 70 Klamotten mal eben. Natürlich ist man natürlich immer ein bisschen am Rutschen. Aber gut, das gehört dazu, ne? Das gehört dazu. So. Leute. So soll das sein. So, ich muss mir was einfallen lassen. Ich beschlage mein eigenes Visier. Ich sehe nichts mehr. Aber macht Laune. Ey, die Karre ist echt geil. Also für so ein bisschen kommt die echt gut.